Hi zusammen, willkommen auf meinem Channel. Ja, ein kleines Tutorial zu Blender 2.8. Heute übers Shading, Material erstellen und wir schauen uns mal die Color Ramp speziell an. Bevor wir anfangen, ich bin jetzt Mitglied in einer Telegram-Gruppe, welche ausschließlich das Thema Blender 2.8 behandelt. Und dazu gibt es auch noch einen TeamSpeak-Server, den erreicht ihr hier unter smarthome-ts.de. Wenn ihr ein Headset habt, könnt ihr da direkt mit einigen Leuten sprechen, die sich auch mit dem Thema Blender beschäftigen. Da gibt es einen eigenen Channel dazu. Und ja, ladet euch die Software runter und schaut einfach mal vorbei. Ist eine klasse Truppe, ist alles kostenlos. Einfach anmelden. Fertig. So. Dann fangen wir mal an, aber wir nehmen uns eine Sphäre. Gehen nun hier auf Shading und blenden uns hier die Render Preview ein. Die Kugel ist markiert, klicken auf Material neu und kriegen hier schon die Vorauswahl mit dem Shader hier und dem Output. Fügen nun einfach mal eine Color Ramp ein, die sieht so aus. Und verbinden Color mit Base Color. Haben nun eine graue Kugel hier. Und kann hier die Farben einfach ändern, indem ich das verschiebe. Nun fügen wir noch mal eine neue Textur ein und gehen mit Color auf das hier. So, nun haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch zu skalieren oder hier einfach die Farben zu ändern. Das Ganze detaillierter machen, könnten Wolken draus machen. Aber lassen wir es mal so. Es soll ja jetzt eher um die Color Ramp gehen, nicht um die Noise Textur. Okay, also wir können hier die Farbe verschieben, sowohl die schwarze wie auch die weiße. Haben hier auch Möglichkeiten anderer Farbwahlen. Bleiben einfach bei RGB. Hier gibt es dann noch, ja, sagen wir eine Art Filter für euch. Stell das Ganze ein bisschen anders dar. Bei konstant ja, haben wir das gleiche, wie wir unten gehabt haben. Wir bleiben mal auf Linear und wollen uns jetzt aber einfach eine Farbe hinzufügen. Die fügt sich dann in der Mitte dieser beiden ein. Und wollen hier einfach mal blau haben. Und dann nochmal eine Farbe, machen die einfach grün. Könnten uns jetzt hier schon einen Planeten texturieren. Das ist immer ein bisschen tricky. So sieht das Ganze doch gar nicht schlecht aus. Wir könnten jetzt auch einfach die weiße Farbe hier rüber schieben oder sogar drüber. Ein bisschen Grün brauchen wir noch. Ja, eigentlich nicht. Also lassen wir das Grün mal weg. Wir klicken es dazu an und klicken einfach auf Minus und dann fehlt das Grün komplett. Könnt ihr einfach so ein bisschen das Ganze so aussehen lassen, wie ihr wollt. Ja, viele Kontinente, aber muss ja nicht die Erde sein. Okay. Jetzt könnten wir auch noch
eine Bumpmap einfügen, die wir entweder direkt weg von der Noise-Textur benutzen, hier auf High, und von Normal auf Normal. Bisschen viel des Guten. Ups. Könnten das Ganze jetzt so aussehen lassen. Distanz mehr oder weniger. Oder wir inventieren das. Wir könnten jetzt aber auch direkt von hier weg auf die Highmap und haben das dann etwas detaillierter. Machen wir Invert raus, dann sieht das Ganze auch echter aus. Haben wir mehr Höhen und Tiefen. Also das ist euch überlassen, wie es euch besser gefällt. Ja, das war's schon. Einfach mal ein kleines Tutorial wieder, um auch wieder selber reinzukommen. Vergesst nicht, hier vorbeizuschauen. Unsere Telegram-Gruppe und unser Smart Home TS, der gleichzeitig auch einen Blender-Channel hat. Aber falls ihr euch auch für Smart Home interessiert, schaut einfach mal vorbei. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, abonniert meinen Channel, wenn ihr es noch nicht habt. Und danke für die letzten 700 Abonnenten. Obwohl ich so lange nichts mehr gebracht habe, das wird sich jetzt wieder ändern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.